Ja, hallo Leute, willkommen bei Eggos Fotogear Review. Und ja, es geht nochmal wieder um das Huawei P20 Pro. Und unter anderem, also Heavy Lowlight haben wir schon mal gesehen. Und jetzt wollen wir nochmal sehen, wie das bei moderatem Lowlight aussieht. Alles wieder gegen das LG G4. Und hinterher kommt noch ein bisschen mit dem Zoom. Und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Und ja, dann legen wir mal los. So, hier haben wir jetzt das LG G4. Und das stellen wir mal gegenüber gegen dieses vom P20 Pro. Zoomen wir da mal rein, am besten hier auf diese Flasche oder Tube. So, das vom Huawei habe ich in 2 zu 1 die Ansicht. Und vom LG G4 3 zu 1 die Ansicht. Und das ist nebenbei hier beim Huawei ist das ein 40-Megapixel-Bild. Und ja, wenn ich das hier mal vergleiche, die 40 Megapixel bei Lowlight gegen die 16 Megapixel vom LG G4 kann man direkt mal sagen, 40 Megapixel absoluter Schrott vom P20 Pro. Gut, das war jetzt auch das JPEG. Also 40 Megapixel JPEG kann man schon mal getrost vergessen. So, was haben wir jetzt hier? Jetzt haben wir hier 10 Megapixel. P20 Pro. Mal sehen, dass wir das ungefähr auf die gleiche Größe kriegen. Ja, so in etwa. So. Aber auch die 10 Megapixel Bilder im JPEG kommen nicht an die Schärfe oder an die Gesamt Qualität. Na gut, hier so rauschtechnisch, okay, das ist nicht mehr so der Hit. Das sieht etwas gefälliger aus beim P20 Pro JPEG. Aber wie gesagt, Schärfe immer noch besser beim LG G4. So, was haben wir hier? Ah ja, da habe ich den Nachtmodus nochmal ausprobiert. So, und das hat mich dann ja doch überrascht. Alle schwärmen von diesem Nachtmodus, wie toll der ist. Und ich habe wirklich ziemlich still gehalten. Ich wüsste nicht, dass ich großartig verwackelt hätte. Und dieses Bild ist daraus geworden. Beim P20 Pro. Also das hat mich dann doch überrascht. Einmal total verrissen, das Ganze. Also ist auch kein Garant für gute Bilder. So, was haben wir dann als nächstes? So, da haben wir jetzt ein 40 Megapixel RAW-Bild. Können wir das nochmal vergleichen, aber das sieht eigentlich so auf den ersten Blick schon beim LG G4 besser aus. Das sind wie gesagt nur 16 Megapixel und ja, deutlich besser als sogar 40 Megapixel im RAW, also im DNG-Format. Ja, also beim Nacht- oder bei Lowlight kann man
40 Megapixel getrost vergessen. Mal gucken, was haben wir hier noch. Da kann ich jetzt gar nicht erkennen, was das für ein Modus ist. Auf jeden Fall irgendein Bild mit 10 Megapixeln. Gut. Kommt demzufolge natürlich auch nicht mit. Mal sehen, was haben wir hier noch? Nochmal 40 Megapixel. Total schlimm, ganz schlecht geworden. So, weiter, nächstes Bild. So, was haben wir da? Tja, nochmal 40 Megapixel JPEG, auch nix. Also bei diesem moderaten Lowlight in der Szenerie war das LG G4 um Meilen besser als das P20 Pro. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. So, dann habe ich noch eine Lowlight-Szene. Mal schauen. So, links das LG. Da war übrigens noch weniger Licht. Das war das gleiche Licht, bloß einen Raum weiter genutzt. Kam also nur die Hälfte des vorherigen Lichts ungefähr an. So. Das hier. Links das LG G4. Rechts Huawei P20 Pro. Totale Katastrophe. Sogar das DNG. Überhaupt nicht zu gebrauchen. Jetzt muss ich allerdings eingestehen, ich sehe gerade beim anderen habe ich eine längere Belichtungszeit gehabt. Mal sehen, ob wir da irgendwie beim P20 Pro auch noch hinkommen an die Qualität. So, das 40 Megapixel JPEG. Gegen 10 Megapixel JPEG können wir ja nochmal vergleichen. Beides Huawei P20 Pro. So, und da sieht man deutlich, dass hier links die 10 Megapixel Variante um Längen besser ist als die 40 Megapixel Variante. So, und jetzt habe ich hier HDR noch mal ausprobiert. Also dies rechts ist das P20 Pro 10 Megapixel JPEG und links ist HDR. Das macht dann automatisch auch 10 Megapixel, also da kann man HDR kann man überhaupt gar nicht in 40 Megapixel machen, da wählt die Kamera automatisch 10 Megapixel. Und also ich war schockiert, als ich diesen Unterschied gesehen habe. HDR-Bilder. Wahnsinn. Bei Lowlight. Dadurch, dass bei einer 17. Sekunde ist das sogar erreicht worden, da brauche ich den Nachtmodus nicht, wo ich 4, 5 oder 6 Sekunden was knipse. Das heißt, wenn ich Personen aufnehme, die sich halt auch so ein bisschen bewegen und nicht 4 Sekunden stillstehen, ist der HDR-Modus absolut der Knaller. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mich richtig geflasht. Mal gucken, was haben wir hier noch?
Ah ja, so, das ist jetzt. Jetzt habe ich links den Nachtmodus. Und rechts war der HDR-Modus. Ja. Und da muss ich sogar sagen, links 4 Sekunden Belichtung im Nachtmodus. Rechts HDR-Modus nur eine 17. Sekunde. Und ja. Ich finde, besser ist eigentlich das der HDR-Modus. Bisschen mehr Grisseln, bisschen mehr Rauschen, aber insgesamt die Schärfe sieht man ja auch hier bei diesen Schweinchen, die Streifen, die sind hier im Nachtmodus fast alle komplett weg und hier noch ganz gut zu sehen. Dann haben wir hier auf dem Poster noch ein Schriftzug, der ist jetzt witzigerweise hier im Nachtmodus auf der Seite schärfer als hier der HDR-Modus. Aber auf der anderen Seite ist ein Schriftzug. Wenn man sich das mal anschaut, dann ist da schon wieder plötzlich der HDR-Modus schärfer als links der Nachtmodus. Also wie gesagt, mein Geheimtipp, nachts einfach den HDR-Modus machen, Bomben. Bombenqualität. Ne? Und wie gesagt, gerade bei Leuten, die sich bewegen, viel besser als der Nachtmodus. So, insgesamt schon mal eine Überraschung, dass. Also, es sei denn, man benutzt den HDR-Modus. Ansonsten ist das LG G4 bei wenig Lowlight besser gewesen. Aber im HDR-Modus, da wird das dann auch eine runde Sache mit dem P20 Pro. So, dann hatte ich hier noch ein paar andere Bilder. Und mal an der Elbe. So, mal gucken, was haben wir hier? Hier haben wir jetzt 40 Megapixel JPEG und rechts haben wir 40 Megapixel RAW, also DNG. So, ich bin 2 zu 1 reingezoomt. Jetzt wollen wir mal gucken. Vielleicht kann man sogar noch 3 zu 1 reinzoomen. Dann sieht man das vielleicht noch ein bisschen besser. Also hier beim JPEG. Also viel mehr chromatische Aberration, die hier im DNG-File nicht vorhanden sind. Mal gucken, ob wir so im Hintergrund noch Unterschiede feststellen können. Ja, also hier bei diesem Haus das JPEG deutlich weniger noch zu erkennen als hier im RAW. Ja, und hier in diesem Bereich auch. Die Fenster sind schon gar nicht mehr zu erkennen und so ein fieser Türkiston zieht sich hier rüber. Der ist im RAW-Format nicht vorhanden. Also ich kann wirklich jedem nur dringendstens empfehlen, mit dem P20 Pro nichts aber wirklich auch gar nichts in JPEG aufzunehmen, bis auf HDR-Bilder. Ansonsten nur RAW. Gut, mal gucken, was haben wir hier noch? Oh, hier haben wir einen Zweifach-Zoom, den habe ich mal getestet. Genau, jetzt kommen wir langsam in den Zoom-Bereich. Und ich werde mal die Bilder eben tauschen. Dann gehen wir hier nochmal aufs Schiff. Also links die 40 Megapixel, das RAW, DNG. Viel mehr Farben noch hier an den Balken.
Während jetzt hier beim Zweifachzoom, also alles fast schneeweiß, wo sonst hier auf der anderen Seite beim DNG noch Farben sind. So, und das gucken wir uns mal noch weiter an. Ne? Dieses Haus im DNG noch was Rotes vom Dach zu erkennen. Auf diesem Bild mit dem Zweifachzoom, das sieht ja bald aus wie ein Schwarz-Weiß-Bild, also gar kein Rot mehr hier drin. Gehen wir mal weiter zu den nächsten Dächern. Und ja, dieses Haus hier sieht aus, als ob das ein schwarz-grau, ja, schwarz-graues Dach ist. Anthrazit oder so. Ja, aber im DNG sieht man, das war aber rot. Also spannende Geschichte hier mit dem Zweifachzoom. Schauen wir uns das nächste Bild mal an. Da habe ich jetzt den Dreifachzoom. Habe ich übrigens hier von Hand dazu geschrieben. Das wird vom. Das ist nicht im Bild selber enthalten, die Information. Leider nicht. Muss man also genau wissen, was man gemacht hat hinterher. Ja, na gut, so, jetzt gucken wir uns nochmal beim Dreifachzoom das an mit den Häusern. Und siehe da, alle Farben. Selbst hier ist auch wieder ein bisschen an den Balken nicht mehr so schneeweiß wie das andere. Also im Dreifachzoom alle Farben wieder bei den Häusern da. Und da kann man sagen, Dreifachzoom bringt schon mal deutlich was gegenüber dem normalen Bild. So, dann werden wir das normale Bild mal ersetzen und vergleichen mal die Zoom-Bilder gegeneinander. So, und das Dreifach werde ich mal nach links tauschen. So, und rechts habe ich jetzt Vierfach-Zoom. Und also, puh, ganz schauderhaft. Null Schärfe, nichts mehr zu erkennen. Also kann man in diesem Fall total abhaken. Auch da bei dem Haus Katastrophe. Da gehen wir gleich am besten weiter. Vierfach-Zoom war diesmal gar nichts. So, jetzt sind wir im Fünffach-Zoom. Und ja, jetzt können wir mal versuchen, die Bilder ungefähr auf die gleiche Größe zu kriegen hier. Habe ich hier 2 zu 1 Ansicht und beim Dreifachzoom habe ich 3 zu 1 Ansicht. So. Und jetzt muss ich direkt mal gucken, was mir besser gefällt. Nicht ganz schlüssig, auf ähnlichem Niveau. Ja, würde ich sagen, gibt sich nichts. Also Dreifach- und Fünffach-Zoom ungefähr die gleichen Ergebnisse. Man nochmal in die. Na nu. Das Schild hier nochmal. Ob sich hier noch irgendein Unterschied ergibt. Also nichts Spektakuläres. Eventuell ein minimaler Vorteil hier beim Fünffachzoom. So, gut, dann nehmen wir mal das Dreifachzoom weg und setzen das mit einem Sechsfachzoom. Tauschen wir nochmal. So, links haben wir jetzt als Referenz das Fünffachzoom. Rechts sind wir jetzt bei sechsfach. Machen wir hier Ansicht noch mal kleiner. Ja, aber das kann man so eigentlich schon erkennen, dass das Sechsfachzoom nicht wirklich scharf ist. Also kommen wir noch mal beim Haus. Gucken.
rechte Seite sechsfach Zoom, hier oben keine Kontur mehr, fällt alles in sich zusammen, das Bild. Während beim fünffach Zoom sieht das doch noch recht manierlich aus, wir sind immerhin in 2 zu 1 Ansicht. Also sechsfach, taugt direkt mal nichts, weiter geht's. Siebenfach Zoom. Gehen wir dann auch nochmal hier zu dem Haus. Tja, muss man ganz klar sagen, das Fünffach gefällt mir deutlich besser. Kein Vorteil mit dem Siebenfach, eher schlechter. So, weiter geht's. Achtfach Zoom. So, rechts achtfach, links fünffach. So, muss ich aber auch sagen, gefällt mir fünffach, glaube ich, ein bisschen besser, ja. Kleine Nuancen. Aber auf jeden Fall ist achtfach kein Vorteil, also kann man auch gleich bei fünffach bleiben. Also hier, gerade hier die Zacken sind schon ein bisschen deutlicher. Also fünffach bisher bester Eindruck. Weiter geht's. Jetzt sind wir schon bei neunfach Zoom. Jetzt aber auch nicht. Man sieht nicht mehr Details, würde ich sagen. Nö, absolut nicht. Fünffach ist besser. So, neunfach weg. Dann noch zehnfach Zoom. Ja, in diesem Fall total daneben. Also nur noch ein Match. Ich muss aber sagen, dass teilweise zehnfach Zoom gut funktioniert hat. Das waren aber dann Dinge, die waren dichter dran. Also so in der Ferne, da hat es nicht so hingehauen, aber bei dichteren Sachen kann man auch mal den Zehnfach Zoom ausprobieren. Also 3, 5 und 10-fach Zoom, das sind eigentlich die besten. Aber in diesem Fall ist 10-fach total daneben. So, das war das mit dem Zoom. Sollen wir mal gucken, was haben wir denn noch? Mal sehen. So, was habe ich da? Gut, das ist ein ganz normales 10 Megapixel. Ach, das ist der Nachtmodus jetzt. Das ist der Nachtmodus. Und was habe ich hier? Na gut, das ist nochmal LGV4. Nachtmodus gegen die 16 Megapixel GG4, das ist ja gar kein Vergleich. Das sieht man ja sofort, dass das nichts bringt. So, gut, genug mit den Schiffen. Jetzt ganz kurz nochmal zur Selfie-Kamera. Und da muss ich sagen, war ich regelrecht schockiert, wie schlecht die Selfie-Kamera ist. So. Schauen wir uns jetzt gleich mal an. So, links, LG G4. Das G4 hat eine Selfie-Cam, ich glaube, die hat 6 Megapixel. Und das Huawei P20 Pro hat 24 Megapixel. So, ich habe jetzt nur einen ganz kleinen Ausschnitt aus dem Bild genommen. Und ich muss sagen, diese 24 Megapixel sind noch nicht mal so scharf wie die 6 Megapixel des G4. Also effektiv komme ich hier vielleicht auf eine Auflösung von 4 Megapixeln, aber vollgemüllt in einem Datenschrott von 24 Megapixeln.
überall total weich gespült und der Beauty-Mode ist schon ausgeschaltet. Also Katastrophe. Wer ein Handy mit einer guten Selfie-Cam haben möchte, auf keinen Fall das Huawei P20 Pro kaufen. Also ein Totalausfall. So, können wir hier nochmal das nächste Bild nehmen. So. Links LG G4. Boah, eigentlich muss ich es gar nicht so groß reinzoomen. So ungefähr sieht man es eigentlich ganz gut. Links LG G4, die Selfie Cam. Und rechts das P20 Pro, die Selfie Cam. Also alles sowas von glatt gebügelt und weich gespült, wo hier noch Hautporen und sonstige Muster in der Haut erkennbar sind und auch vom Bart ist hier deutlich noch mehr zu erkennen. Also, wie gesagt, man kann rundum sagen, die Selfie-Kamera kann man total vergessen. So. Habe ich hier noch ein paar Bilder gehabt. Die schauen wir uns auch noch mal schnell an. Und bei diesen Bildern bin ich da drauf gekommen, dass der HDR-Modus eventuell gar nicht so schlecht ist. Also dadurch bin ich erst darauf gekommen, das mal mehr auszuprobieren mit dem HDR-Modus. So, wollen wir sehen. Das hier ist ganz normal irgendwas im Porträtmodus. Gut. Erstmal 1 zu 1 hier auf die Tablettenschachtel. Mal sehen. Warum ist das jetzt größer? Weil das 40 Megapixel ist. Also links 10 Megapixel JPEG vom Huawei und rechts 40 Megapixel JPEG. Na gut, dann müssen wir das eine mal schon größer machen. Mal gucken. Gut, kann man sagen, dass bei normalem Zimmerlicht sind die 40 Megapixel dann schon besser, höher aufgelöst als die 10 Megapixel. So, was haben wir als nächstes hier? Nachtmodus haben wir da. Dann mache ich mal den Nachtmodus. Machen wir den Nachtmodus gegen die anderen 10 Megapixel, weil der Nachtmodus hat auch nur 10 Megapixel. So, links der Nachtmodus. Da sieht man noch auf der Tablette die eingestanzten Perforationen. Das dürfte Blindenschrift sein, dass die auch lesen können. Sieht man noch sehr gut im Nachtmodus. Und war auf dem normalen JPEG überhaupt gar nicht mehr zu erkennen. Also, da hat es mal super geklappt mit dem Nachtmodus. So, dann. Tauschen wir nochmal wieder. Nachtmodus links und jetzt hier rechts habe ich den HDR-Modus. Und gut, der ist nicht, da sieht man jetzt nicht ganz so deutlich die Einstanzung. Aber dennoch kann man sie weitestgehend erkennen, was ja beim normalen JPEG überhaupt nicht der Fall war. Also so ansatzweise kann man hier die Punkte noch sehen. Kommt aber leider nicht
ganz in diesem Fall an den Nachtmodus ran. Auch hier die gesamte Schärfe auch doch ausnahmsweise mal deutlich schärfer als das HDR-Bild. So, und jetzt gehen wir mal auf den rechten Bereich. Und da, das hat mich sehr verwundert. Hier die Tastatur ist um Längen schärfer im HDR-Modus als das, was der Nachtmodus hier rausgezaubert hat. Also wirklich, man kann nur erstaunt sein, wie das zustande kommt. Und ja, wie gesagt, also insgesamt der HDR-Modus, die absolute Überraschung des P20 Pro, ist eigentlich ein Garant für die besten Bilder. Nicht? Und ansonsten bei viel Licht draußen 40 Megapixel RAW. Also eigentlich brauchen wir nur die beiden Sachen. So, ja, ich denke mal, das soll auch fürs Erste reichen. Und ja, schreibt mir mal, wie es euch gefallen hat. Ob ihr noch andere Tests haben wollt. Ja, einer schrieb nochmal, er wollte nochmal einen Vergleich mit einer DSLR haben. Vielleicht komme ich da auch noch zu. Muss ich mal schauen. Jetzt bin ich froh, dass ich diesen Review erstmal raus habe. Gut, also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Ego.